Und was ich in dieser Woche gebetet habe, ist, dass wir wieder jetzt heute Abend Platz nehmen können an dem Tisch, den der Herr uns bereitet. Das ist für mich so ein geniales Bild, in diese Gemeinschaft zu gehen, in dieses Vorgesorgte zu gehen, in den Raum zu gehen, wo Gott ist, wo Jesus ist, wo er mir gegenüber sitzt, wo er etwas für mich hat. Und mein Gebet ist, dass ihr, die ihr gekommen seid, mit Fragen in eurem Herzen, dass Gott eine Antwort für euch hat. Dass er in seiner Gemeinschaft mit euch, euch viele Dinge erklärt, euch viele Dinge wissen lässt. Und dass wir es jetzt gerade auch in unseren Herzen entscheiden zu sagen, ja, ich setze mich jetzt an diesen Tisch, der für mich gedeckt ist vom Herrn. Erwarte, dass etwas geschieht, denn es ist so, beständig will der Herr dich leiten und dich unterweisen, er will dir Offenbarung schenken, beständig ist der Heilige Geist in dir am Arbeiten und er will dich in alle Wahrheit leiten. Er ist der Geist der Weisheit und der Erkenntnis. Er wird dir Weisheit schenken, in welchen Wegen du dich bewegen sollst. Und beständig will er unsere Augen und Ohren öffnen, dass wir deutlich ihn sehen, deutlich ihn hören, deutlich ihn verstehen. So, ich habe mir jetzt in letzter Zeit oft Gedanken darüber gemacht, wie ist das denn, wenn ich so sage, Herr, ich möchte dich sehen. Oder wenn wir hier beten, Herr, schenk mir geöffnete Augen. Lass mich dich sehen. Wie mache ich das denn? Und etwas hat mir geholfen, nämlich wer damals diesen Vortrag oder dieses Seminar gehört hatte mit dem Stefan Bauer, der uns über Israel gelehrt hatte. Er hat zum Beispiel gesagt, du musst in diese Szenen, die du in der Bibel lest, dich da rein spüren. Du musst da mal fühlen, wie das ist. Und ich habe gedacht, da ist echt was dran. Wir lesen so verstandesmäßig das Wort Gottes. Wir können das alles nachvollziehen, wie das logistisch so ist, aber wir wissen wenig, wie sich das so anfühlt. Wir wissen wenig, wie das ganze Setting sich anfühlt. Und ich habe gedacht, was hätte ich denn gemacht, zum Beispiel, wenn ich mit Petrus zusammengesessen hätte an diesem Lagerfeuer, wo Jesus gekreuzigt wurde, also in der Zeit, wo die Magd kommt und sagt, hey, bist du nicht auch einer von denen? Was machst du dann? Was, wir können jetzt so sagen, ja, Petrus, so ein Loser. Aber ich frage mich wirklich, was hätte ich denn gemacht? Wie fühlt sich das denn an, wenn plötzlich jemand kommt und sagt, du bist doch auch eine von denen, die immer dahin rennt oder die immer mit dem zusammen ist oder du bist doch auch so jemand, der so hypergläubig ist und guck doch mal dein Leben an. Wir müssen lernen, uns in diese biblischen Berichte reinzufühlen, reinzudenken und uns das vorzustellen. Und dann habe ich drüber nachgedacht, es gibt ja dieses Wort Vorstellungskraft. Und die Vorstellungskraft ist etwas, was zwei Seiten hat. Du kannst dir Dinge im Negativen vorstellen und du kannst dir Dinge im Positiven vorstellen. Ich meine damit keine Geistreisen und ich meine keine in der Esoterik werden oft solche Dinge benutzt, dass man sich so transmäßig in irgendetwas reindenkt und dann empfindet man da irgendwas Komisches. Ich sage euch mal was, der Feind hat alles pervertiert, alles verschoben, alles schlecht gemacht, was Gott an Guten gegeben hat. Immer. Und so ist auch diese Vorstellungskraft etwas, wo ich von Grund auf denke, dass sie gut ist, dass sie positiv ist, dass sie etwas ist, was Gott uns gegeben hat. Dass wir uns Dinge vorstellen können. Denkt mal zum Beispiel
an eine Szene, in der es euch nicht gut ging, wo vielleicht ein Mitarbeiter, ein Chef, ein Kind in der Schule, wie auch immer die Szene ist, euch schlecht behandelt hat, wo es euch richtig schlecht gegangen ist. Da braucht man gar nicht viel ausschmücken, die Szene hast du sofort vor Augen. Du weißt sofort die Person, du siehst manchmal sogar ihr Gesicht. Ich hatte mit einem von unseren Kindern lange, lange Krankenhauszeiten in der Kinderklinik. Und da hatte ich ein bestimmtes Parfüm. Wenn ich heute dieses Parfüm rieche, die Szenen sind genau wieder da. Weil es waren traumatische Szenen, da brauche ich gar nicht was auszumalen, ich brauche mit niemandem drüber zu sprechen. Wenn ich dieses Parfüm sehe oder rieche, dann ist sofort diese Geschichte da. Das Gleiche im Positiven ist so, wenn du dich auf deinen Urlaub vorbereitest. Du hast bestimmte Vorstellungen von Wind, Sand und Meer, von einem Schiffchen, von Freizeit, von gutem Essen. Niemand braucht dir das zu beschreiben. Allein die paar Worte reichen aus, dass du in deiner Vorstellungskraft, Svetlana, stimmt's? Dass du in deiner Vorstellungskraft sofort weißt, ja, stimmt, so ist es. In der Bibel finden wir ein Negativbeispiel von Hiob. Hiob hat gesagt in Hiob 3, Vers 25, was ich befürchtete, kam über mich. Wisst ihr, was das war? Vorstellungskraft. Er hat sich vorgestellt, was alles kommen kann und wie es ihm noch schlechter geht. Und genau das kam, das war ein negatives Voraussagen, eine negative Erwartungshaltung. Und das ist etwas, was wir mit Vorstellungskraft bezeichnen können. So, und ich habe gedacht, ich möchte das wieder mehr in mir aktivieren, dass ich eine Vorstellungskraft von Gott her habe, mir bestimmte Bibelworte, bestimmte Szenen, die ich in der Bibel lese, vorzustellen. Wie ist das denn, wenn ich an diesem Tisch sitze und Jesus sitzt mir gegenüber? Wie ist das denn, wenn ich in seine Augen gucke? Wie ist das denn, wenn er seinen Arm um mich legt und mir wieder Hoffnung und Zuversicht und Mut macht, in den Dingen weiterzugehen und weiter zu glauben und weiter zu stehen, die er mir gesagt hat, wo ich schon lange mit ihm dran bin? Wie ist das denn, wenn ich zur Ruhe komme bei ihm? Wie ist das denn, wenn ich mit ihm über einen Weg laufe, eine Strecke laufe? Ich hatte eine Vision, wo ich in einem ganz großen Raum bin und der ist voller Säulen rundum. Man sieht kein Ende von diesem Raum. Er hat ganz glatte so Marmorfliesen und Jesus fordert mich zum Tanz auf. Und wenn man dann weiß, ich bin mit Tanzen bin ich ja nicht so. Aber das hat mich so begeistert. Wisst ihr, das war so leicht. Das war so schön. Ich konnte die Musik hören. Ich habe mir das vorgestellt und es war, wisst ihr, es war alles okay, es war alles in Ordnung. Es war nichts, was mich zwischen meinem Jesus und mir, was irgendwie dazwischen gekommen wäre. Es war nichts, was mich getrennt hätte von ihm. Ich wusste, es ist alles in Ordnung. Ich bin in seinen Armen und wir haben gemeinsam diesen Tanz. So, und das ist das, wo ich werben möchte drum, dass wir uns doch nicht so kopflastig mit dem Wort Gottes beschäftigen. Meine Berufung hier im Dienst von Gottes Haus ist, ein Teil davon ist, das Wort Gottes auf jede Art und Weise Menschen lieb zu machen. Egal wie das ist, und wenn ich 5 Stunden an irgendwas dran rumbasteln müsste und es den Erfolg hätte, dass jemand wieder ein Wort der Hoffnung ergreift und wieder sagt, ja, stimmt,
und das sieht so gut aus und das ist schön und das nehme ich gerne, das ist es doch allemal wert gewesen. Ich möchte, dass wir eine tiefe Liebe zu diesem Wort entwickeln. Es ist mir egal, wie theologisch in 5 Punkten das abgehandelt wird. Wenn es nicht mein Herz erfasst, ist es nur eine gute Rede gewesen. Das, was das Wort Gottes für mich haben muss, ist Herz zu Herz. Nähe Gottes kommen. Manchmal müssen wir uns in seine Arme schmeißen. Manchmal müssen wir einen Tanz wagen. Manchmal müssen wir hören. Manchmal müssen wir den Becher, den er uns hinhält, trinken. Manchmal müssen wir diese Speise, die er uns gibt, essen, sie in uns aufnehmen. Und manchmal ist es gut, wenn jemand kommt und Hände auflegt und sagt, im Namen Jesus, du bist frei. Es hat beides. Und jetzt möchte ich mit euch ein bisschen über dieses, Gott, du hast mehr. Du hast mehr für mich. Du hast mehr für uns. Ich möchte mit euch darüber nachdenken. So, ihr könnt, wenn ihr möchtet, die Augen schließen. Ihr könnt sie offen lassen. Das ist, wie ihr das möchtet. Wir sind hier sehr frei und mir liegt es einfach nur daran, dass wir das ergreifen. Gott, du hast so viel mehr für mich. Viel, 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 viel mehr für mich. Das muss kommen. Gott, du hast mehr für mich, für meinen inneren Menschen und meinen Geist. Du hast mehr und lehrst mich, dem Unglauben die Türe zu verschließen. Du hast mehr für mich, dass sich mein Glaube mit deinem Wort verbindet und die Verheißungen mein Leben tragen. Gott, du hast mehr für mich an Wachstum, an Hoffnung, an Überwinderkraft, an Freude, an Frieden, der höher ist als alles andere. Gott, du hast mehr für mich, dass ich lerne zu entscheiden, meine Gedanken auf dich auszurichten, negativen Gedanken keinen Raum zu geben, destruktiven Gedanken, Depression, Frustration, negatives Erwarten aus meinem Leben abzuweisen. Gott, du hast mehr für mich, dass ich die zerstörerischen Gedanken und Vorschläge, die Versuchungen und die negativen Angewohnheiten des Feindes gefangen nehme unter den Gehorsam von Jesus Christus. Gott, du hast mehr für mich, dass ich in gesunden Emotionen und Gefühlen lebe. Gott, du hast mehr für mich, dass du mich lehrst, Ärger, Zorn, Ungehaltensein, Unfrieden, Rebellion, Missgunst und all die anderen emotionalen Dinge, die sich gegen dich stellen, zu begreifen und zu besiegen. Denn du lebst in mir. Gott, du hast mehr für mich und ich lerne es, dass ich Murren, Auflehnung und Kritik an deinen Wegen in meinem Leben keinen Raum mehr gebe. Gott, du hast mehr für mich, dass ich ein gehorsames Herz bekomme. Gott, du hast mehr für mich, dass ich in körperliche Gesundheit, Heilung und Wiederherstellung eintreten kann. Du hast mehr für mich, denn durch deine Striemen und durch deine Wunden bin ich geheilt. Und ich spreche zu allen Knochen, zu Sehnen, zu Muskeln, zu Nerven, zu Gefäßen und Zellen, dass sie in die göttliche Ordnung hineinkommen. Ich rufe den Sieg Jesu über meinen Körper aus, sein Heil, seine Ordnungen. Gott, du hast mehr für mich, dass ich in Kühnheit, Zuversicht und Glaube wachse. Du hast mir den Tisch so reich gedeckt und ich darf nehmen Gnade um Gnade aus deiner Fülle. Danke, dass du mehr für mich hast. Mehr, als ich bisher kannte. Mehr, als meine Erfahrungen mir zeigten. Mehr, als ich bisher erlebt und geglaubt habe. Du hast viel, 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 viel mehr für mich. Du hast die Fülle. Fülle meinen Geist. Fülle meine Seele, meinen Körper mit deinem heiligen, lebendigen Strom. Heilige mich in der Wahrheit, denn dein Wort ist Wahrheit. Vater im Himmel, ich will dir danken für diese Aufforderung, die du in unser Herz gelegt hast. Gott hat mehr für dich. Ich danke dir, Herr, dass wir uns daran
andocken können, dass wir uns daran festhalten können, dass wir das proklamieren können über unser Leben, dass nicht das, was wir kennen und bis jetzt erlebt haben, das Ende ist, dass nicht die Fragen und die offenen Dinge, die offenen Enden von diesen Fäden in unserem Leben, dass das nicht Stand der Dinge bleiben muss, sondern dass du mehr für uns hast. Du hast die Fülle, du hast die Gnade, du hast den Segen, du hast die Zuversicht, du hast die Hoffnung, du hast die Weisheit, die Fülle, die Gunst, die Heilung, die Wiederherstellung. Du hast alles für uns. Und ich preise und ich ehre dich. Und ich juble von Herzen, dass ich sagen kann, Gott, du hast mehr für mich. Amen.